Lars Klingbeil ist netzpolitischer Sprecher der SPD. Und das sind seine Erfahrungen mit Lobbyismus. Lobbyismus ist Teil der politischen Kultur, darf aber nie der Versuch sein, Abgeordneten Stimmen abzukaufen. Lobbyisten sind teilweise nette Menschen, teilweise sehr nervend. Lobbyismus ist teuer, weil auch gerade große Unternehmen der Meinung sind, sie müssten sich in politische Debatten einbringen. Und das ist nicht in Ordnung? Ich finde Lobbyismus als Teil der politischen Debatte in Ordnung. Ich finde es als Teil der Einflussnahme im Sinne von Stimmenkauf sollte es verboten werden. Es ist jetzt auch verboten worden mit dem Gesetz zur Abgeordnetenbestechung. Ist Lobbyismus in derzeitiger Form eine Gefahr für die Demokratie? Eine Gefahr nicht, aber wir brauchen klarere Regeln, wie Lobbyistenregister, Transparenzpflichten, all sowas. Was bringt es mir als normalem Bürger, wenn eben Konzerne als Lobbyisten, also Lobbyisten für Konzerne arbeiten und lobbyistisch tätig sind? Na, das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Aber es gibt natürlich erstmal Mitarbeiter bei Unternehmen, es gibt, sagen wir, Wahlkreise, die die vertreten. Also ich glaube schon, dass jeder Konzern auch bestimmte Interessen vertritt. Aber das sind nicht die von allen Bürgern in der Allgemeinheit. Geht man davon aus, dass ungefähr 5000 Lobbyisten in Berlin aktiv sind, würde das bedeuten, dass auf jeden Abgeordneten circa 8 Lobbyisten kommen würden? Fühlen Sie sich nicht total überrannt von Lobbyisten? Na, es gibt schon viele. Die sind ja auch immer den Fachbereichen zugeordnet. Also das heißt, ich habe ja nur mit bestimmten Lobbyisten zu tun. Aber ich kann selbst regeln, wie stark ich mit denen zu tun habe. Aber natürlich, es gibt hier viele, die einen beraten wollen, die sozusagen versuchen, auch auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Und seitdem die SPD regiert, was ja seit ein paar Monaten der Fall ist, merke ich, dass das Ganze noch extremer geworden ist. Nun haben wir auch eben mit Dr. Pfeiffer von der CDU gesprochen. Und er hat auf die Frage so geantwortet, als wären es ja eigentlich noch viel mehr Lobbyisten, also eben auch Bürger, die Briefe schreiben und alle möglichen Verbände. Und das klingt dann so, als hätte ja eigentlich jeder den gleichen Zugang zur Politik und könnte gleich Einfluss nehmen. Also ich würde den Bürger aus einem Wahlkreis nicht mit einem ausgebildeten, finanziell gut ausgestatteten Lobbyisten gleichsetzen. Also da muss man, glaube ich, auch entscheiden, und das müssen wir als Politiker lernen, dass wir auch mit Lobbygruppen unterschiedlich umgehen. Also auch die Gewerkschaften sind ja welche, die lobbyieren für die Arbeitnehmer. Aber auch die haben eine ganz andere Ausstattung als vielleicht große Industrieverbände. Also auch da gibt es ja Differenzen. Ich bin dafür, dass wir uns das anhören, dass wir deren ganzen Beweggründe, Inhalt uns anhören. Aber wir müssen am Ende dann auch unterscheiden und müssen genau gucken, was nehmen wir davon an, wo sind wertvolle Hinweise dabei. Aber die Bürger aus dem Wahlkreis würde ich nicht als klassischen Lobbyisten bezeichnen. Also was meinen Sie mit anderer Ausstattung genau? Naja, wenn Sie sich angucken, dass es hier parlamentarische Abende gibt, wo Industrieverbände auch sozusagen groß zum Empfang einladen, wo es vielleicht auch ganz andere Events gibt, als das ein Bürger aus meinem Wahlkreis oder eine Naturschutzgruppe oder eine Bürgerinitiative machen kann, dann gibt es da schon unterschiedliche Ausstattung. Also da ist der Einfluss dann auch größer? Ich glaube, dass viele Kollegen sozusagen das ja für sich analysieren, wie groß die Einflussmöglichkeiten sind. Und ich lasse mich nicht davon beeindrucken, ob jemand einen großen parlamentarischen Abend macht oder nicht. Aber man hat andere Ausgangsmöglichkeiten. Also man hat viel mehr Personal, man hat viel mehr Möglichkeiten. Wenn Leute berufstätig Lobbyismus betreiben, können die ganz anders natürlich sozusagen sich hier im politischen Berlin tümmeln, als jemand, der in einem Wahlkreis als Bürger sitzt, irgendwo arbeitet und nebenbei sich ehrenamtlich engagiert. Jetzt würde mich noch interessieren, wie genau findet denn Lobbyismus eigentlich statt? Also wie sieht der Kontakt aus? Wie viele Anfragen bekommen Sie so? Was wird dann gemacht? Die schicken mir eine E-Mail oder die rufen in meinem Büro an und fragen, ob man sich treffen kann und ob man deren Position vortragen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man Einladung kriegt, zum Beispiel zu parlamentarischen Abenden. Oder auch mal jetzt zum Essen? Ja klar, auch mal zum Essen. Also das ist bei diesen parlamentarischen Abenden dabei, dass man dann irgendwie eine Kleinigkeit zu essen kriegt oder sowas. Ja. Und dann gibt es ein Buffet oder es gibt was zu trinken. So. Bekommt man auch mal kleine Geschenke, Aufmerksamkeiten? Ja, wir haben bei Facebook ein T-Shirt geschenkt bekommen, was mir aber nicht passte. Das habe ich dann weitergegeben. Nein, klar, man hat dann, also ich weiß, im Verteidigungsbereich hat es dann irgendwie mal so einen kleinen Panzer gegeben oder sowas. Aber das, was man sich so klassisch vorstellt beim Lobbyismus, dass da einer mit einem schwarzen Geldkoffer kommt, das habe ich noch nie erlebt. Gibt es denn Situationen, in denen Sie Lobbyisten misstrauen? Und wenn Sie dann vorsichtig sind? Also erstmal muss man ja sagen, das sind ja Leute, die ihre Positionen durchbringen wollen. Ich finde, das ist legitim, wenn ich das für mich analysiere, was die von mir wollen. Also ich darf mich davon nicht beeindrucken lassen. Ich hatte während der Koalitionsverhandlungen schon so ein paar Szenen, wo ich erlebt habe, wie stark Einfluss genommen wird. Also wir haben mit der CDU verhandelt. Ich war selbst in der Arbeitsgruppe der digitalen Agenda mit dabei. Und dann haben wir mit CDU und CSU verhandelt und es gab natürlich Papiere, die als Zwischenstände dann auch verschickt wurden zwischen den einzelnen Fraktionen.
Und dann kriegte ich auf einmal Anrufe von Lobbyisten, die diese Papiere hatten, von denen ich ausging, dass sie intern wären. Und dann hat man gesagt, Mensch, da steht der Satz drin, versuch doch mal den zu ändern oder ändere den Satz doch mal in diese Richtung. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich komplett dicht gemacht habe, weil ich finde, das ist Kernbereich der Abgeordneten, der Politik, da haben die sich nicht einzumischen. Wenn es öffentliche Papiere gibt, also Gesetzentwürfe oder sonst was, dann höre ich mir gerne an, dass die sagen, das oder das ist falsch, das finden wir falsch, das hätten wir gerne so. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich die Position richtig finde oder nicht. Also es sind ja auch, will ich auch sagen, es sind ja manchmal auch Positionen von Lobbyisten dabei, wo ich dann merke, okay, hier haben wir irgendwas nicht gut durchdacht oder hier können wir was besser machen oder verändern. Da sind ja viele Experten auch dabei, die sich mit Themen auskennen. Also insofern sind es nochmal Hinweise, die vernünftig sind, aber ich finde, man muss da noch transparent machen, welche Lobbyismusgruppe hat eigentlich welche Vorschläge eingebracht. Wir haben in der Enquete-Kommission in der letzten Legislatur haben wir das so gemacht. Die konnten alle ihre Papiere einbringen, die wurden dann auch veröffentlicht als Stellungnahmen. Und dann können Sie als Bürgerin nachvollziehen, Facebook sagt beim Thema Datenschutz das oder das. Und dann können Sie gucken, was hat die Politik davon übernommen oder was nicht. Dann kann ich in dem Zusammenhang auch zum Thema externe Mitarbeiter kommen, weil ja seit der Verwaltungsrichtlinie 2008 ist das ja alles ein bisschen mehr eingedämpft worden. Ja. Aber dennoch ist es ja nicht verboten, dass Lobbyisten in Ministerien mitarbeiten. Genau. Warum nicht? Es soll einen Austausch geben zwischen denen. Also ich finde das auch legitim. Man muss, glaube ich, aber auch da wieder eine Transparenz haben, zu gucken, was machen die genau in den Ministerien. Also ich kenne das selbst auch von Leuten, die ich persönlich gekannt habe aus meinem Freundeskreis, die dann bei einem Wirtschaftsunternehmen waren und dann für ein halbes Jahr mal im BMZ waren, um zu lernen, wie da Abläufe stattfinden. Die haben aber nie an Gesetzesentwürfen gearbeitet. So, ich finde, man muss wissen, was machen die da. Da muss es auch Berichte darüber geben, dass man genau weiß, auch nachvollziehen kann, was haben die da gemacht. Wenn auf einmal Gesetzentwürfe komplett geschrieben werden von Mitarbeitern, die extern sind, dann halte ich das für problematisch. Vielleicht einmal aus der anderen Perspektive. Auch viele Abgeordnete haben ja Nebentätigkeiten, einige sehr, sehr viele. Ja. Was für Nebentätigkeiten haben Sie? Ich bin im Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster-Bisping, also in meinem lokalen Stadtwerk. Und das kommt dadurch, dass ich noch im Stadtrat und im Kreistag bin und kommunale Mandate habe. Und eine weitere Nebentätigkeit, die ich quasi habe, wo ich auch eine Bezahlung bekomme, ist, dass ich netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion bin. Und wie bringen Sie da die Zeit für auf? Na, ich bin ja viel im Wahlkreis und dann habe ich eine Verquickung eher mit meinen kommunalen Mandaten. Also das ist ja auch Politik, die ich mache. Ne? Und man ist als guter Abgeordneter, dass man im Wahlkreis unterwegs und macht da Sachen. Und ich habe ein Stadtratsmandat, das sind 4 Sitzungen im Jahr, die ich da im Stadtrat habe. Die Fraktionssitzung noch dazu, daran nehme ich teil. Das ist für mich ein wertvoller Impuls. Was ich nicht machen könnte, wäre, also ich habe einige Kollegen auch, die einen Vollzeitjob nebenbei noch haben. Das könnte ich nicht, das muss jeder für sich selbst aber beantworten, wie er das hinkriegt. Aber warum macht man das denn? Also wenn das natürlich in Verbindung zu Ihrer Tätigkeit auch als Abgeordneter steht, ja, aber warum hat man sonst... Die Abgeordnetentätigkeit geht über 4 Jahre und das kann danach vorbei sein. Und wenn Sie zum Beispiel Kollegen haben, die, ich nehme mal ein Beispiel, ich habe einen Kollegen, der ist Tierarzt. Der weiß ja nicht, nach 4 Jahren bin ich dann noch Bundestagsabgeordneter nicht. Und wenn der sagt, ich gehe einmal im Monat, gehe ich für einen Tag in meine Praxis und arbeite damit, der hat die Praxis weggegeben, die hat ein anderer Tierarzt übernommen, aber einmal im Monat geht er da rein, arbeitet damit. Weil er selbst sagt, ich will nach 4 Jahren nicht an dem Punkt sein, dass ich da völlig raus bin aus dem Job, dann finde ich das legitim. Aber das muss der Wähler muss sehen können, was macht er nebenbei, was verdient er nebenbei, wie viel Zeit verbringt er nebenbei an anderen Berufen. Und dann entscheidet der Wähler, wähle ich den und die Partei entscheidet, stellen wir den auf. Würden Sie dann sagen, dass für viele Abgeordnete auch das Bundestagsmandat als Sprungbrett in die Wirtschaft gilt? Das gibt es bei einigen, aber bei den meisten, glaube ich, die sind in der Politik, weil sie was bewegen wollen und das ist die Motivation Nummer 1. Das würde ich aber dennoch gehen ja viele Abgeordnete in die Wirtschaft. Klar, wir wollen aber auch den Austausch haben zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Wirtschaft, zwischen Gewerkschaften und Politik. Also ich bin ja auch dafür, dass es nicht Leute gibt, die 40 Jahre Politik machen. Und wenn ich in ein paar Jahren aufhöre, muss ich ja auch irgendwas anderes machen. Also Sie würden ja auch nicht wollen, dass Politiker mit 45 Jahren ausscheiden und dann nichts mehr machen. Aber wie bewerten Sie es denn, wenn Politiker unmittelbar nach ihrer politischen Karriere in die Wirtschaft wechseln? Wenn das Leute sind, die Regierungsämter innehatten, finde ich das höchst kritisch. Und deswegen haben wir ja auch die Forderung als SPD, dass es Karenzzeiten gibt. Da arbeiten wir ja gerade in der Großen Koalition noch dran. Also so Fälle wie Pofalla zum Beispiel, dass geplant war, einen Wechsel direkt aus einem Regierungsamt in die Wirtschaft zu machen, wo man vielleicht sogar mit dem Konzern vorher zu tun hatte. Ich finde, das muss verboten werden. Mhm. Glauben Sie denn, dass sich Politik auch ohne Lobbyismus machen ließe? Ich frage mich, ob Politik, also wenn man einen negativen Lobbyismusbegriff hat und sagt, wenn Gewerkschaften und NGOs und sagen auch Interessensverbände sich in Politik einbringen, dann ist das schlecht. Also das ist immer die Frage, was ist die Definition? Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir eine Gesetzgebung machen und bei mir kommen Leute an und sagen,
das ist unsere Position, das ist unsere Position, das ist unsere Position. Ich gucke mir das an als Politiker und entscheide am Ende. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und das ist Lobbyismus für mich. Wenn man davon ausgeht, dass Leute mit dem schwarzen Geldkoffer kommen und sich Stimmen kaufen, dann bin ich absolut dafür, dass man sowas verbietet und dass man sagt, das will man nicht. Aber das andere. Sie sagen, wenn man davon ausgeht, wer geht denn jetzt davon aus? Naja, das ist ja das Bild, was Bürgerinnen und Bürger haben. Also ich habe ja Schülergruppen, die immer mit Lobbyismus genau den schwarzen Koffer verbinden. Das ist das, was ich hier noch nie erlebt habe. Das ist, was ich persönlich noch nie erlebt habe. Ich erlebe Lobbyisten als Leute, die politische Positionen vortragen. Das ist politischer Diskurs. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wenn ich merken würde, dass jemand versucht, meine Stimme zu kaufen, würde ich immer sofort das Stoppschild setzen und Abstand davon nehmen. Ich habe vorhin erzählt, wie das bei den Koalitionsverhandlungen war, als man versucht hat, auf interne Prozesse Einfluss zu nehmen. Da habe ich wie war das, wieso war das denn überhaupt möglich? Weil anscheinend irgendwer E-Mails weitergeleitet hat aus den Koalitionsverhandlungen. Also auch bei Journalisten war es ja so, dass die teilweise besser informiert waren als das Gegenüber am Verhandlungstisch. Was ja auch nicht besonders demokratisch ist. Was nicht demokratisch ist, aber was, glaube ich, auch heute mit dazugehört. Also ich habe mich da jetzt, ich kann mich da nicht mehr drüber aufregen, weil ich einfach glaube, es ist Normalität. Man kann ja sagen, Sie sind sozusagen der Prototyp eines gläsernen Abgeordneten, wenn Sie alles veröffentlichen und stehen ja auch sehr für Transparenz. Was machen Sie denn dann für Erfahrungen mit Ihren Kollegen? Ich habe auch viele Kollegen, die auch unter diesem Label gläserne Abgeordnete das machen. Andere sehen das eher kritisch und sagen, es geht doch kein was an, ob ich nebenbei so und so viele Arbeitsstunden in dem Job verbringe. Aber nochmal, das muss jeder für sich selbst entscheiden, solange das nicht gesetzlich geregelt ist. Ich bin aber für es sehr klar gesetzlich regeln. Also ich bin für Veröffentlichungspflichten auf den Cent genau. Ich finde auch, dass man deutlich machen müsste, wie viel Zeit man in Nebenjobs reinsteckt und auch, wo man Spendengelder herkriegt. Aber würden Sie denn trotzdem sagen, dass Sie schon mal das Gefühl hatten, Sie wurden schon von Lobbyisten auch beeinflusst? Nee, ich hatte das Gefühl, dass versucht wurde, mich zu beeinflussen. Ja, das habe ich ja gerade geschildert. Aber ich glaube, dass ich in meinen Entscheidungen bisher keine einzige getroffen habe gegen meine Überzeugung.